Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen zu deiner Legung für den August 2024. Ein herzliches Willkommen auch an alle neuen Zuschauer und die Crosswatcher hier auf meinem Kanal. Ich mische nun die Karten, hole eine Überschriftenkarte für den Monat und lege dann den Monat in zwei Hälften aus. Für jede Monatshälfte ziehe ich dann noch zwei Karten für die Liebe. Dies ist eine ganz allgemeine Legung und es sind allgemeine Tendenzen. Höre bitte auf dein Gefühl, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehst und bedenke bitte immer, Zeit ist fließend. Du kannst dich bereits in einer Situation befinden oder sie kann sich auch erst noch zeigen. Deshalb schau dir gerne die Legung zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an. Du kannst dir auch gerne die Legungen für deinen Aszendenten, dein Mond und dein Venuszeichen anschauen. In allgemeinen Legungen deute ich die Hof- und Personenkarten neutral, ebenso können natürlich die Rollen vertauscht sein. Alle meine Legungen sind zeitlos, egal wann du sie findest. Die Kartendecks, mit denen ich lege, findest du in der Infobox unter diesem Video, ebenso die Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, wenn du eine persönliche Legung wünschst. Wenn dir meine Legungen gefallen, gib mir bitte ein Like, schreib mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal. Damit hilfst du mir sehr und es kostet dich nichts. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit der Legung. Liebe Zwillinge, das sind deine Karten für den Monat August. Schauen wir gemeinsam rein, was ich da zeigen möchte. Und ich starte mit der Überschrift. Ja, die Intuition. Also hier geht es jetzt darum, deiner Intuition, deinem Bauchgefühl zu vertrauen. Also auch tief, wie du hier siehst, ein bisschen in dich hineinzulauschen. Was sagt dir dein Gefühl? Was sagt dir deine Intuition? Was sagt dir dein Bauchgefühl? Also eine sehr spannende Energie für den August. Und wir schauen mal in die erste Monatshälfte, was ich da zeigen möchte. Und ich starte mit der Überschrift Milch und Honig. Ja, sehr schön, das Schlaraffenland, ne? Milch und Honig. Ja, wo liegt für dich das Glück? Was ist dein Schlaraffenland? Was macht dich hier so rundum glücklich? Das Land, wo Milch und Honig fließt. Also was ist dein Ziel? Wie kannst du das erreichen? Deine Fülle, dein Glück hier mit dem Milch und Honig. Was? Höre hier auf deine Intuition, das kriege ich hier so rein. Ich denke, in deinem tiefsten Inneren spürst du das, wo für dich ja, diese Situation oder ja, dieses Land sozusagen, wo Milch und Honig fließt, für dich liegt. Das Schlaraffenland. Wo liegt dein Schlaraffenland? Was macht dich glücklich sozusagen? Ich habe die 51 auf der Karte, die 5 und die 1 ist die 6. Die 6 sind die Liebenden und die Liebenden. Liebe Zwillinge, das ist eure Energie. Also sehr schön, es geht hier um dich. Es geht darum, was dich glücklich macht, wie du dahin kommst zu dem, was dich glücklich macht, in das Land, in dein Schlaraffenland sozusagen. Vertraue deiner Intuition. Wir schauen mal, ich habe hier eine Königin der Kelche, die 9 der Schwerter und die 4 der Stäbe. Königin der Kelche, Hofkarte aus dem Wasserzeichen, kann sein, Krebs, Skorpion, Fische, muss aber nicht. Königin der Kelche, wie du hier siehst, dieser Wal taucht hier tief ein in das Wasser. Kelche, das Wasser steht für Gefühle, also hier geht es vielleicht schon um tiefe Gefühle, kriege ich hier rein, vielleicht auch um einen Menschen, um jemand, der dir sehr am Herzen liegt. König, Königin der Kelche, wir haben hier eine allgemeine Legung, egal ob du jetzt als Mann oder Frau schaust, kann auch ein Herzensmensch sein. Na, also jemand, der dir hier wirklich sehr am Herzen liegt. Na, also man hat so Gefühl füreinander, da liegt einem jemand sehr am Herzen und mit den 9 der Schwertern könnte es sein, dass du dir hier ja, etwas Kummer und Sorgen machst. 9 der Schwerter ist die Karte Kummer, Sorgen, Ängste, Grübeleien, schlaflose Nächte. Ja, man macht sich sehr viele Gedanken. Man grübelt hier vielleicht sehr viel nach.
Vielleicht gibt es hier einen Herzensmenschen oder du grübelst sehr viel darüber nach, ob du hier vielleicht deinen Herzensmenschen findest. Auch das wäre eine Möglichkeit, denn wir haben hier ja das Land, wo Milch und Honig fließt, das Schlaraffenland, dein Schlaraffenland. Also, wir schauen mal weiter. Ich habe hier die vier der Stäbe und die vier der Stäbe, da geht es um Verbindungen. Da kann es ja auch um eine feste Verbindung gehen. Es kann darum gehen, gemeinsam etwas aufzubauen. Hier vielleicht mit einem Herzensmenschen, vielleicht hier auch Wunschpartner. Da schau bitte auf deine Situation, dass man sich hier wünscht, vielleicht hier mit jemandem zusammenzukommen, gemeinsam etwas aufzubauen. Das kriege ich hier so rein. Aber das scheint hier dich sehr zu belasten. Ne? Also darüber machst du dir sehr viel Kummer und Sorgen. Mit den vier der Stäben. Die vier der Stäbe sind auch immer, wie ich sage, die Grundfesten in unserem Leben. Das kann Familie sein, Beruf, Finanzen, Liebe, Partnerschaft, Freundschaft, also alles, was so zu unserem Leben gehört. Und es kann auch einen Bereich deines Lebens betreffen. Hier mit jemandem, der dir sehr am Herzen liegt, könnte es hier wirklich um die Liebe gehen, dass du dir vielleicht wünschst, hier mit jemandem zusammenzukommen, ein gemeinsames Fundament zu legen, etwas aufzubauen. Ich habe hier ja auch diese beiden Vögel hier drauf, gemeinsam etwas aufzubauen. Und das Ganze bereitet dir hier vielleicht etwas Kopfzerbrechen, ne? Denn wir haben hier Schwertenergie. Es kann natürlich auch möglich sein, dass du darüber nachgrübelst, ob du hier jemanden findest, mit dem du hier, ja, der dein Herz erobert und mit dem du hier gemeinsam etwas aufbauen kannst. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Was brauchst du hier, um dein Schlaraffenland zu erreichen, um ins Schlaraffenland zu kommen, also um dich glücklich und erfüllt zu fühlen? Und ich nehme es stark wahr, weil wir hier die 9 der Schwerter als mittlere Karte haben, dass du darüber nachdenkst, darüber nachgrübelst. Ja, und dass es hier immer wieder mal dich vielleicht so ein bisschen in Angst und Unruhe versetzt. Ne? Das können auch Kummer, Ängste und Sorgen sein, die 9 der Schwerter. Wir schauen mal weiter, was sich hier noch zeigt. Handle jetzt. Ja. Mit dieser Karte geht es darum, jetzt etwas zu tun, also in die Handlung zu kommen. Also was benötigst du sozusagen, um dein Schlaraffenland zu erreichen? Worüber denkst du nach? Was brauchst du? Was grübelst du? Wer oder was liegt dir hier am Herzen? Und ja, was braucht es, damit man hier vielleicht in eine Verbindung gehen kann, also sich zusammentun kann? Ne? Also wenn es für dich jetzt nicht um die Liebe geht, dann kann es natürlich auch darum gehen, im beruflichen Bereich zum Beispiel, was erfüllt dich, was brauchst du, um glücklich und erfüllt zu sein, mit wem würdest du dich gerne zusammentun, was liegt dir am Herzen, ne? Denn das kann auch die Erfüllung deiner Herzenswünsche natürlich sein, was liegt dir am Herzen, was ist wichtig für dich. Und es geht darum, hier jetzt in die Handlung zu kommen, also etwas zu tun. Ne? Deiner Intuition zu vertrauen, vertraue deiner Intuition, vertraue deinem Bauchgefühl auf der einen Seite, aber tu auch etwas hier, um deinem Ziel näher zu kommen. Ne? Also, wie gesagt, es kann jeglichen Bereich deines Lebens betreffen. Es kann hier auch um Freundschaften gehen. Es kann ja allgemein um Menschen gehen, ja, die dir sehr am Herzen liegen. Ja. Tu etwas, das ist hier so die Aussage dieser Karte. Und da habe ich jetzt die Schlange aus dem Lenormand, ich habe die Lupe und da habe ich dich. Egal, ob du jetzt als Mann oder Frau schaust, die 29 ist deine Karte, liebe Zwillinge. Und ich nehme es hier stark wahr, dass es hier jetzt darum geht, noch einmal etwas näher zu betrachten, ne? Denn du schaust hier in die Lupe hinein, liebe Zwillinge, und es geht ja darum, hier nochmal etwas näher zu betrachten, nochmal etwas näher hinzuschauen, nochmal etwas sozusagen, du darfst hier nochmal etwas unter die Lupe nehmen.
Und die Schlange, die steht für Verstrickungen, Komplikationen, etwas, was sich länger hinzieht, ne? Und ja, für Schwierigkeiten, Komplikationen. Sie kann auch für Süchte stehen, für was Toxisches. Auch das wäre eine Möglichkeit mit der Schlange. Die Schlange kann auch für eine weibliche Person stehen. Und vielleicht geht es auch darum, zwischen dir und einer anderen weiblichen Person, das kann eine Freundin sein, eine Schwester sein, eine Mutter sein, was in deinem Leben ist, da schau bitte auf deine Situation, hier das Ganze jetzt nochmal näher zu betrachten, also nochmal unter die Lupe zu nehmen, nochmal näher hinzuschauen. Das nehme ich ja auch stark wahr. Oder damit du herausfindest, wo die Verstrickung liegt oder warum sich etwas verzögert oder auch in die Länge zieht, dann gilt es auch darum, hier nochmal etwas näher zu betrachten, nochmal etwas unter die Lupe zu nehmen. Schauen wir mal auf die Engelkarte und da habe ich eine schöne Karte für dich Hand in Hand. Himmlische Unterstützung erreicht dich. Also himmlische Unterstützung kommt jetzt zu dir. Die Engel begleiten dich, die Engel unterstützen dich. Und also ich nehme es hier stark wahr, dass du hier in der Lage bist, wenn du hier noch mal etwas näher betrachtest, hier vielleicht die ein oder andere Verzögerung, Verstrickung, Umweg aufzulösen. Die geistige Welt unterstützt dich, die Engel sind bei dir, die Engel helfen dir. Du kannst natürlich auch jederzeit die Engel um Hilfe bitten. Na? Schauen wir mal auf die Liebe, was sich da zeigt. Also sehr spannend, sehr spannend. Und wir schauen auf die Liebe. Und da habe ich die Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Ja, hier geht es darum, vielleicht gibt es eine Anziehungskraft zwischen dir und jemanden. Das wäre eine Möglichkeit, weil ich hier einen Herzensmenschen oder jemand, der dir am Herzen liegt, durchaus liegen habe. Königin der Kelche kann natürlich auch eine sehr emotionale, feinfühlige, ja, liebevolle Person sein. Ne? Also, ja, jemand, der hier, das kriege ich hier so rein, nachdem der Wal so tief in dieses Wasser eintaucht, der hier auch ja, seine Gefühle zum Ausdruck bringt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Oder das könnte natürlich auch das sein, worüber du nachgrübelst hier, dass jemand hier seine Gefühle, seine Liebe hier zum Ausdruck bringt, um hier vielleicht auch mit dir zusammenzukommen. Ja. Jetzt komme ich hier nochmal zurück. Also, wie gesagt, es könnte sein, dass es hier eine Anziehungskraft zwischen dir und einem anderen Menschen gibt. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt und schau, wie sie hier an dieser roten Rosenblüte riecht. Also den im Moment leben, den Moment genießen, ne? Dir hier auch selbst etwas Gutes zu tun. Das nehme ich ja auch so wahr mit dieser Karte. Und hier habe ich noch Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Also sehr schön. Ne? Vertraue deiner Intuition, vertraue deinem Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl, deine Intuition und auch dein Herz weist dir den richtigen Weg. Das nehme ich hier ganz stark wahr. Wir schauen mal auf die zweite Monatshälfte, was sich da zeigt für dich. Der schöne Schein. Ja, und hier haben wir die Masken drauf. Und ja, mit den Masken geht es eben darum, etwas ist nicht so, wie es aussieht. Ne? Man verbirgt etwas hinter einer Maske, der schöne Schein. Also es sieht vielleicht gut aus nach außen hin, aber innen drin, ja, ist es vielleicht nicht so. Ne? Also das nehme ich hier stark wahr. Hier wird vielleicht ein Schein aufrechterhalten, ne, nach außen hin ist alles super toll, aber im tiefsten Inneren, nehme ich stark wahr, passt es einfach nicht. Man hat hier so eine Maske auf, man gibt etwas vor, was gar nicht so ist. Das nehme ich hier so wahr mit dieser Karte. Und ja, ich habe hier die 16 auf der Karte, liebe Zwillinge. Und die 1 und die 6 ist die 7. Und die 7 ist der Wagen im Tarot. Und mit dem Wagen soll es vorangehen. Der Wagen ist eine schnelle Karte.
Mit dem Wagen soll was geschehen, mit dem Wagen gibt es einen Fortschritt, mit dem Wagen, ja, du sitzt auf dem Kutschbock des Wagens und bestimmst letztendlich, in welche Richtung dein Leben geht. Na? Der Wagen ist auch Krebsenergie. Also ich nehme sehr stark wahr, dass man hier vielleicht wirklich jetzt eine Maske fallen lassen darf. Entweder du oder eben auch eine andere Person. Etwas sieht nach außen hin nur schön aus. Aber wenn man hinter die Fassade, hinter dieses Thema blickt, dann ist es wohl nicht so. Also hier wird etwas aufrechterhalten. Nach außen hin ist alles super toll. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, hier haben wir etwas unter die Lupe nehmen, ne, dann könnte man hier vielleicht auch die eine oder andere Verstrickung, ne, ja, könnte hier etwas zum Vorschein kommen. Ne? Wir schauen mal weiter. Was sagt das Tarot? Ja, da habe ich den Turm, da habe ich die 8 der Kelche und da habe ich die 3 der Stäbe. Der Turm spricht von einem Umbruch. Der Turm kann ein plötzliches, überraschendes Ereignis sein. Der Turm kann das sein, hier wird dieser schöne Schein zum Einsturz gebracht. Ne? Also das nehme ich hier so wahr, der schöne Schein. Etwas fällt weg, damit etwas Neues entstehen kann. Ja, als Beispiel nehme ich gerne den beruflichen Bereich. Du entscheidest dich für eine neue Arbeit, dann darfst du deine jetzige Arbeit kündigen. Die jetzige Arbeit fällt weg, damit du eine neue Arbeit beginnen kannst. Damit du verstehst, was ich meine. Etwas fällt weg, damit etwas Neues entstehen kann. Etwas fällt. Hier fällt vielleicht auch die Mauer. Hier fällt die Maske. Also interessante Energien, liebe Zwillinge. Ich habe hier die 8 der Kelche. Und bei den 8 der Kelchen geht es darum, eine Situation zu verlassen, die dich nicht mehr zufriedenstellt. Na? Also man lässt etwas hinter sich, man ist damit nicht mehr zufrieden. Vielleicht warst du mal glücklich und jetzt bist du es nicht mehr. Also dann verlässt man die Situation, weil es einfach, ja, es ist nicht mehr das, was es mal war. Hier, der schöne Schein, eine Mauer fällt. Man verlässt hier eine Situation, die einen nicht mehr befriedigt. Man ist unglücklich hier in einer Situation. Hier. Und ich nehme sehr stark wahr, dass es das ist, worüber du nachgrübelst. Was dir hier ein bisschen Ängste bereitet. Vielleicht hier auch Kummer und Sorgen. Ne? Vielleicht war es mal die Liebe, ne? Dein Herzensmensch. Aber jetzt, nehme ich hier stark wahr, könnte hier die Mauer fallen, die Maske fallen und es könnte entweder du oder dein Gegenüber oder eine andere Person diese Situation verlassen, weil sie hier einfach nicht mehr befriedigend ist. Und da habe ich hier die 3 der Stäbe. Und die 3 der Stäbe, das ist die Karte für die Zukunft. Also, ich nehme es hier so wahr, man darf hier eine Situation verlassen, damit man hier die Zukunft neu gestalten kann. Ne? Du siehst auch, dieser Vogel hat den Stab in den Krallen. Und ja, man verlässt hier eine Situation, damit man hier die Zukunft neu gestalten kann. Also man möchte sich vielleicht hier nochmal für die Zukunft eine andere Richtung einschlagen. Oder mit den 3 der Stäben kann es natürlich auch darum gehen, dass man hier vielleicht ja schon einen gewissen Plan hat, wie es in Zukunft weitergehen soll. Vielleicht hast du für dich auch schon irgendwie einen Plan gemacht, wie du dir deine weitere Zukunft vorstellst. Na, also auch das nehme ich hier so wahr. Der schöne Schein fällt, die Masken fallen, eine Situation darf verlassen werden, die nicht mehr zufriedenstellend ist. Und ja, man möchte hier vielleicht die Zukunft nochmal anders, nochmal neu gestalten. Vielleicht hast du auch schon einen bestimmten Plan oder ein bestimmtes Ziel, was sich da zeigen soll. Vielleicht gibt es hier auch einen Herzensmenschen, also jemand, der dir sehr am Herzen liegt, ne? Mit dem du hier vielleicht die Zukunft nochmal neu gestalten möchtest, weil sich auch diese beiden Karten spiegeln. Ne, dann könnte es durchaus sein, dass man hier darüber nachdenkt mit den 4 der Stäben, die ja auch für eine feste Verbindung stehen, dass man darüber nachgrübelt, möchte ich denn noch in dieser Verbindung bleiben?
Auch das wäre möglich. Ne? Was brauchst du, was benötigst du, um dein Schlaraffenland hier zu erreichen? Schauen wir mal in die weiteren Karten. Ja, und da habe ich jetzt die Botschaft für dich, ziehe dich zurück. Also, ich nehme es hier stark wahr, dass es jetzt notwendig ist, dass du dich ein bisschen zurückziehst. Du siehst auch hier der Schwan, ne, so ein bisschen abgeschnitten von seinem Umfeld, also dich ein bisschen zurückziehst, um auf deine innere Stimme zu lauschen, deine Intuition zu spüren. Was sagt deine innere Stimme? Ziehe dich ein bisschen zurück, werde dir hier über gewisse Dinge klar. Vielleicht brauchst du diesen Rückzug auch hier, um nochmal etwas näher zu beleuchten, um dir etwas nochmal näher zu betrachten. Auch das kriege ich hier rein. Also hier dich nochmal zurückzuziehen, um dir über gewisse Dinge klar zu werden. Wir schauen mal ins Lenormand, was sich da zeigt. Ja, ich habe hier den Park. Und der Park steht für Treffen, Begegnungen, er steht für das Außen, dass etwas von außen kommt, also etwas könnte kommen, worauf du keinen Einfluss hast, liebe Zwillinge. Etwas von außen, vielleicht aus deinem Umfeld, vielleicht gibt es ja auch ein Treffen, eine Begegnung. Aber wir schauen mal weiter. Vielleicht ist hier auch ein Treffen, eine Begegnung blockiert. Auch das wäre eine Möglichkeit, dass hier ein Treffen, eine Begegnung hier verhindert wird, sage ich mal so, mit dem Berg. Also ja, vielleicht gibt es auch im äußeren Umfeld, in deinem Umfeld gerade Schwierigkeiten und Hindernisse, die hier vielleicht auch noch mal näher beleuchtet werden dürfen. Vielleicht hier auch mit einer weiblichen Person. Da schau bitte auf deine Situation. Wir haben hier den Berg am hinteren Ende des Fuchses liegen und am hinteren Ende des Fuchses liegt hier immer die Wahrheit. Und vielleicht gibt es hier äußere Umstände, die hier etwas blockieren. Ich nehme sehr stark wahr, dass es dir vielleicht hier noch Schwierigkeiten und Komplikationen bereitet, eine Situation zu verlassen. Vielleicht dich aus einer Situation zu trennen, ne? Denn die Acht der Kelche kann ja auch für eine Trennung stehen. Und vielleicht brauchst du hier noch ein bisschen Zeit oder du möchtest hier vielleicht auch den richtigen Moment abwarten. Das kriege ich ja auch so rein. Man wartet hier ein bisschen auf den richtigen Moment. Ne? Also wir haben hier ja die drei der Stäbe, die Zukunft neu gestalten und man ist hier vielleicht ein bisschen vorsichtig noch oder man möchte hier schlau, klug und clever sein hier. Ne? Also mit Cleverness vorgehen sozusagen. Ne? Und vielleicht gibt es hier auch im Umfeld jetzt irgendwelche Umstände, wo hier eben eine Veränderung bringen. Ne? Denn der Turm steht ja für die Veränderung. Und vielleicht geht es auch darum, dann dein Umfeld zu verändern. Vielleicht darfst du hier dann vielleicht auch aus deinem Umfeld, aus deinem jetzigen Umfeld rausgehen, um deine Zukunft neu zu gestalten. Und dann ist es hier natürlich, ja, möchte man hier ein bisschen, vielleicht ist man da noch ein bisschen vorsichtig, ein bisschen skeptisch. Also ich nehme den Fuchs jetzt nicht als Lüge, Betrug oder Hinterhältigkeit wahr, sondern eher als Skepsis, Vorsicht und man versucht hier klug und clever voranzukommen. Ne? Also vielleicht auch nicht, ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Ja, vielleicht auch nicht mehr Schwierigkeiten oder mehr Probleme aufzuwerfen. Also so in etwa bekomme ich es rein. Und ich hoffe, du kannst mir folgen. Ja, ich nehme es schon stark wahr, dass hier eben eine Mauer fallen darf und dass es hier vielleicht auch mit Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden ist, aus einer Situation rauszugehen, um dann vielleicht hier nochmal seine Zukunft anders zu gestalten. Das ist natürlich eine Herausforderung hier. Ne? Und vielleicht versucht man da ein bisschen, ja, vielleicht schleicht man ja auch noch so ein bisschen um den heißen Brei. Vielleicht ist man da auch sehr skeptisch. Vielleicht ist man da auch einfach sehr vorsichtig. Vielleicht überlegt man auch wirklich ganz genau, möchte ich denn dieses Risiko eingehen? So in etwa bekomme ich es rein. Wir schauen mal auf die Engel. Und dann habe ich hier die Hoffnung. Ja, gib nicht auf. Also gib die Hoffnung nicht auf.
Ne, gib nicht auf, sagt dir hier der Engel. Die Engel sind immer an deiner Seite. Du kannst jederzeit die Engel um Hilfe bitten, gerade wenn du hier vielleicht auch einen Rat brauchst. Gib nicht auf. Also da ist noch Hoffnung. Gib dir Hoffnung nicht auf. Also du kannst dir durchaus dein Leben auch nochmal neu gestalten. Schau aber bitte jeweils auf deine Situation. Wenn es hier nur der äußere Schein oder etwas hier nach außen hin aufrecht erhalten wird, was innerlich für dich nicht mehr zufriedenstellend ist, dann hast du durchaus die Möglichkeit, dann ist es auch nicht falsch, ne? Wenn du hier dein Leben nochmal neu gestalten möchtest. Aber bitte, du triffst letztendlich die Entscheidungen für dein Leben und du weißt selbst am besten, was dir dein Bauchgefühl sagt, was dir deine Intuition sagt und was für dich richtig ist, um dein Ziel, dein Schlaraffenland zu erreichen. Interessant, liebe Zwillinge. Wir schauen auf die Liebe und da habe ich deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen, euch zusammenzubringen. Ja, vielleicht wünschst du dir einen Seelengefährten. Da habe ich die Anziehungskraft, da habe ich den Erfolg, habe Vertrauen, genieße den Moment. Und hier kannst du natürlich mit Affirmationen und Visualisierungen helfen, dir deinen Seelengefährten herbeizurufen. Auch da schau aber bitte auf deine Situation. Vielleicht sehnst du dich hier nach einem Seelengefährten. Und ich habe hier Zwillingsseelen. Ja, Wahnsinn. Eure Leidenschaft ist entflammt. Also ich denke, was ich hier so reinkriege, wenn du dir deinen Seelengefährten in deinem Leben wünschst und bereit bist, hier ja, die Masken, die Mauern fallen zu lassen, um wirklich hier eine Zukunft neu zu gestalten, dann könnt ihr hier, habt Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben, sich für dich eine Zwillingsseele zeigen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Also eine Seelenverbindung, eine Zwillingsseelenverbindung, wenn du hier deinen Seelengefährten herbeirufen möchtest. Aber wie gesagt, schau bitte auf deine Situation. Es sind deine Entscheidungen, dein Handeln und du weißt allein, was am besten für dich ist. Ja, liebe Zwillinge, auch für dich möchte ich am Ende hier noch eine Karte aus dem Göttinnen-Orakel mischen. Welche Göttin begleitet dich, liebe Zwillinge, im August? Und da ist es schon gefallen. Und da habe ich Diana, die Entdeckung. Sehr schön. Ich lese dir vor, was in dem Büchlein steht. Einen kleinen Moment bitte. Die Botschaft der Göttin Diana. Und die Botschaft der Göttin Diana für dich, liebe Zwillinge, lautet: Sei wild und frei. Dafür brauchst du nichts außer dich selbst. Frei sein kommt aus dem Herzen. Befreie dich von allem, was dich einengt und ziehe los. Du bist beschützt. Es kann dir nichts passieren. Ja, liebe Zwillinge, das war deine Legung für den August. Ich wünsche dir einen wunderschönen Monat. Lass es dir gut gehen. Und ich freue mich, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du mir einen Kommentar schreibst. Und ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Damit hilfst du mir sehr viel weiter hier auf YouTube. Und ich freue mich ebenfalls sehr, wenn du bei meinen nächsten Legungen wieder dabei bist. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tatjana. Tschüss.